Am nächsten Tag hetzt Ilka Fischer von einem Einsatz zum nächsten. Was ist denn heute für ein stressiger Tag? Was ist los? Mein Gott, was ist mit dem Tankstellenräuber? Haben wir da noch was? Also es sind halt gerade alle Streifen unterwegs auf der Suche. Wir wissen halt ja nur, dass er verletzt ist. Viele Leute denken immer, ein Raub auf eine Tankstelle ist so schnell gemachtes Geld. Da ist viel Geld vorhanden, da sind Zigaretten, da ist Alkohol. Aber die Leute missverstehen, da ist viel Kamera, da ist viel Technik. Auch die Kassen haben ein Zeitschloss. Also in der Regel kriegt man da eigentlich nicht viel Geld. Trotz alledem, unser Täter hier wurde auch noch von einem Zeugen verletzt mit einem Bauchschnitt. Ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, bleibt wirklich abzuwarten. Das kann den Täter natürlich jetzt in den Wahnsinn treiben und rasend machen. Deswegen hochgefährlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss er sich jetzt irgendwie ärztlich versorgen. Also wir werden da die Augen offen halten. Oh, verdammt, ja. Mann. Schau mal die Tasse weg. Machst du auf? Klar. Guten Tag, mein alles Name ist Frau Jana. Alles gut bei Ihnen? Ja, alles gut. Ich bin die Frau Jana Bergmann. Ich komme gerade aus meiner Praxis. Zeigen Sie mal. Schauen Sie mal, wie ich aussehe. Ich wurde gerade attackiert mit diesem Farbbeutel. Ich habe mir dieses Plakat angeschaut. Das hang bei uns an der Wand, an der Hauswand. Und währenddessen ich das las, kriegte ich diese Bombe halt. Und ich habe mich hier natürlich erschrocken. Und schauen Sie mal, wie ich aussehe. Das, aber Sie sind nicht verletzt, es nein, ist nur nein, Farbe. Nein, es ist nur die reine Farbe. Ich bin nicht verletzt, Gott wir sei gehen, Dank. Alles wir gehen klar. Mal ins Büro. Geben Sie mal her. Sehr gerne, nehmen Sie das. Darf das mal aufrollen? Ja, bitte. Die Farbattacke auf die Ärztin ist nicht das einzige Problem. Offenbar will jemand die 34-Jährige massiv in Verruf bringen. Können Sie irgendjemanden beschreiben, der Sie da beworfen hat? Also ich war total schockiert, als dieser Knall von hinten kam und ja. Habe mich erschrocken umgedreht. Ich habe zwar jemanden weglaufen sehen, aber ich konnte die Person nicht identifizieren, weil sie ja auch Also war jemand zu Fuß? Ja, er ist weggelaufen. Okay. Also ich habe nur jemanden halt weglaufen sehen. Aber wie gesagt, ich war gerade so in Schock. Irgendwas männlich, weiblich? Also es sah mir schon männlich aus. Es sah mir männlich aus, ja. Und ich muss auch sagen, wir haben eigentlich keine Probleme. Also unsere Patienten sind so zufrieden mit uns. Ja. Der Einzige, der mir jetzt direkt in den Sinn käme, das wäre der Herr Ziegler. Das ist der Fred Ziegler, er ist Immobilienmakler. Und, was hat denn der Herr Ziegler jetzt damit so? Fred, sagten Sie? Ja, genau, das ist Fred Ziegler. Der hat schon jetzt mehrmals Flyers vorm Haus verteilt von uns. Deswegen. Was hat er verteilt? Flyers. Also er, er macht negative Werbung für uns, halt auch mit solchen Äußerungen, ja, dass wir eine Bedrohung sind für unsere Patienten. Das ist ja Rufschädigung. Also haben Sie das angezeigt? Nein, bis jetzt nicht. Wissen Sie, mein Mann und ich, wir haben studiert, um Menschen zu helfen. Und wir sind keine Streithähne. Und wir haben gedacht, vielleicht wird er sich mal beruhigen, vielleicht gibt er mal Ruhe. Aber der Herr Ziegler, wieso ist der so garstig auf Sie? Ja, das liegt halt daran, dass wir halt die Praxis bekommen haben und er halt nicht. Er wollte die Immobilie haben, um halt Luxuswohnungen dort zu bauen. Und da wir nun da halt den Zuschlag bekommen haben, da wir ja halt auch Ärzte sind und unser Vorgänger halt auch Arzt war, ihm war es einfach recht, dass wir das halt weiterführen. So ist schon es halt unter verstanden. Ärzten. Genau, richtig. Und er hat uns auch schon mal Geld geboten, ja, als wir direkt die Praxis übernommen haben, hat er uns Geld geboten, damit wir halt die Immobilien abgeben. Aber da haben wir uns nicht weiter drauf eingelassen. Ihr Mann ist ja jetzt in diese gesamte Geschichte auch involviert? Nein, ich habe meinen Mann ja direkt versucht zu erreichen. Ich habe ihn angerufen. Das ist auch noch eine Sorge, die ich habe. Das wollte ich auch hier mitteilen. Deswegen habe ich gesagt, jetzt reicht es, es wird zu viel. Ich habe ihn versucht anzurufen, aber er geht nicht ans Telefon und ich mache mir schon Sorgen, weil erstens ist es nicht seine Art und zweitens in letzter Zeit war er ziemlich, selber sehr angestrengt und er hat Probleme auch mit dem Herzen und ich habe ein bisschen Ängste. Also gesundheitliche Probleme hat jetzt? Hat er, ja, hat er auch, richtig. Er hat heute Morgen einen Anruf von einer Patientin bekommen, die konnte halt das Haus nicht verlassen und ab und zu machen wir natürlich auch Hausbesuche und dort ist er halt hingefahren und wie gesagt, jetzt geht er nicht ans Telefon und ich erreiche ihn nicht und ich mache mir Nummer schon... Die Nummer von der Patientin, haben Sie es vielleicht da mal versucht?
Da habe ich versucht anzurufen. Ich habe sonst die Adresse von der Patientin, ja, gerne, wenn Ihnen das irgendwie weiterhilft. Bitte gerne. Ilka Fischer schickt umgehend Peter Rothmeier und Nesrin Yaman zu der Adresse der Patientin, wo der vermisste Arzt vermutet wird. Ja, wir befinden uns gerade in einer Ausnahmesituation. Kurz zuvor ist ein Tankstellenraub verübt worden. Alle Kräfte sind diesbezüglich im Einsatz auf der Suche nach dem Täter. Die Nesrin und ich, wir sind jetzt hier an der Anschrift, weil die Frau Bergmann ihren Mann vermisst meldet, seines Zeichens Doktor. Und dies ist hier die letzte Adresse, an der er im Prinzip eine Patientin behandeln sollte. Das vor dem Haus geparkte Auto ist auf den Vermissten zugelassen. Ein Farbfleck zeigt, auch der 38-Jährige ist offenbar unter Beschuss geraten. Guten Tag, Frau Haas. Was machen Sie hier? Geht's Ihnen gut? Sie nee, ich bin krank. Ich bin krank? Den ganzen Tag im Bett. Ja. Deswegen war auch gerade ein Doktor bei Ihnen, oder? Der genau. Herr Bergmann? Ja. Können Sie mir sagen, wo der sich gerade befindet? Ist er noch bei Ihnen zu Hause? Nee, der ist eben gegangen. Okay. Komisch. Frau Haas, bevor wir uns hier, das ist ja auch unangenehm mit den Nachbarn, mit der Polizei vor der Tür. Können wir mal kurz reinkommen, dass wir uns mal unterhalten können? Weil der Herr Bergmann, der wird nämlich vermisst und wir müssen noch mal ein paar Fragen an Sie stellen. Ich muss ins Bett jetzt. Ja, das dauert auch nicht lange. Tatsächlich. Wir sehen Ihnen Ihre Krankheit an. Tatsächlich sind Sie ja rot im Gesicht. Aber für die Ermittlungsarbeit müssten wir einmal ein paar Fragen an Sie richten. Ja, wir kommen einmal ganz kurz rein, bitte. Das dauert auch nur eine Minute. Das dauert auch nur eine Minute und dann sind wir auch wieder weg. Oh. Frau Haas, ich dachte, der Doktor ist weg. Ja, den Koffer hat er wohl vergessen. Ich weiß es nicht. Frau Haas, ich bitte Sie, der Arzt wird mit Sicherheit nicht sein Material hier vergessen. Das braucht er ja. Ich kann mir das nicht vorstellen. Mit den Anhaltspunkten, ja? Nehmen Sie mir das nicht übel. Sie mögen jetzt krank sein, aber da wird eine Person vermisst. Der Wagen steht vor der Tür, die Tasche ist hier. Ich werde jetzt auf keinen Fall, ohne das Haus mal durchsucht zu haben, mit meiner Kollegin hier die Küche verlassen. Der Immobilienmakler, der es auf die Praxisräume des Ärzte-Ehepaares abgesehen hat, erreicht die Wache. Ilka Fischer informiert ihn über den Verdacht. Also wir haben Folgendes. Aktuell sieht es so aus, da ist ein Farbbeutel auf die Frau Bergmann geworfen worden. Die hatte ihren Praxiskittel an und private Kleidung ist da verschmutzt worden. Verletzt ist sie Gott sei Dank nicht, aber es gab auch ein Transparent, was auf oder quer über den Eingang der Praxis da gespannt sein sollte oder gewesen ist. Das haben wir hier jetzt auch gehabt. Da wissen Sie nichts drüber. Können Sie keine Angaben zu machen? Ich war auf Terminen, keine Ahnung. Termine, haben Sie da irgendwelche Belege zu? Also Sie müssen natürlich schon einsehen, dass gerade diese Vorgeschichte schon ein Indiz dafür ist, dass Sie damit zu tun haben könnten. Ne? Oh Gott, also ich meine, das sind Scharlatane. Die praktizieren da irgendwelche alternative Medizin, dass die Probleme kriegen, war doch klar. Das lässt sich ja jetzt auch nachvollziehen und prüfen, aber nichtsdestotrotz ist mir jetzt hier wichtig, es hat im Vorfeld Stress gegeben wegen dieser Immobilie, augenscheinlich. Sie haben das auch zugegeben, dass Sie da nicht so ganz im Reinen sind. Ich würde jetzt gerne einmal wissen, wo Sie heute in den letzten, sagen wir mal, 2,5 bis 3 Stunden waren. Da ist mein Terminkalender, da sind die Namen drauf. Als Ilka Fischer am Empfang die Namen notieren und überprüfen will, entdeckt die Polizeioberkommissarin plötzlich den entscheidenden Hinweis am Schuh des Verdächtigen. Was sagen Sie jetzt dazu? Die rote Farbe, wo kommt die her? Ach Gott, von der Straße. Da hat irgendwo Farbe gelegen. Ich bin durchgelaufen. Ja, wahrscheinlich die Frau Berger an der Jacke hatte. Die ist nämlich auch rot. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, ist gut. Moment. Ilka, die Kollegen haben sich gerade noch mal gemeldet. Und zwar das Auto von dem Herrn Dr. Bergmann wurde gefunden, tatsächlich bei der Adresse der letzten Patientin. Und zwar war es auch mit roter Farbe beschmiert. Herr Ziegler, was haben Sie dazu zu sagen? Sie wissen ganz genau, als Tatverdächtiger sind Sie hier in einem ganz anderen Fall. Ne? Und dann sind wir auch bei weitem nicht mehr so freundlich miteinander. Okay, ja, ich habe die Farbbeutel geschmissen. Warum? Ach, warum? Weil die mir ein gutes Geschäft versaut haben, verdammt nochmal. Die müssen weg, ich will das Ding verkaufen. Sie sind Geschäftsmann und wahrscheinlich doch nicht erst seit vorgestern. Da kann man doch nicht jedes Mal, wenn Ihnen ein Geschäft durch die Lappen geht, hier so einen Kindergartenkram machen, oder? Ja, Gehalt würde ich das auch sagen. Da ging es um fast 10 Millionen Euro. Ja, alles schön, alles gut. Aber meinen Sie, damit kriegen Sie jetzt mehr Erfolg, weil Sie dann die Bergmanns da attackieren? Frau Haas, wo kommt das ganze Blut her? Ich hatte Nasenbluten. Und dann ist halt alles hier auf die Läufer getropft? Ja, es war extrem. Also der Arzt hat mich hier behandelt. Das kommt alles hier vom Nasenbluten?
Ja, ich hatte Nasenbluten. Und hier ruhen sich dann aus und kurieren ihre Krankheit aus. Ja gut, dann ist erstmal alles schlüssig. Aber ansonsten gibt es noch weitere Räumlichkeiten, die wir uns hier mal angucken können. Das nee, ist ja hier ist nichts. Sie können gerne im Nachbarzimmer noch mal schauen, aber ich weiß nicht, was Sie wollen. Hier ist auch nichts. Ist da niemand? Nee. Frau Haas, wir sind hier nicht zum Spaß. Also hier liegt überall Blut. Und Sie wollen uns jetzt wirklich die Geschichte verkaufen, dass Sie Nasenbluten haben? Die Taschentücher sind alle sauber. Was ist mit Herrn Bergmann? Was ist mit ihm passiert? Das weiß ich nicht. Als ich auf dem Weg in die Praxis war, sah ich seinen Wagen da stehen. Ich habe natürlich sofort die Chance genutzt und habe einen Farbbeutel drauf gepfeffert. Das Problem war aber, dass nicht der Herr Bergmann im Auto saß, sondern so eine dunkle, zwielichtige Gestalt. Und der blutete auch noch. Das konnten Sie sehen? Ja, der blutete sehr stark. Das ist die Frankenstraße ist nicht weit weg von dem Tatort eben, ne? Herr Ziegler, kommen Sie mal schnell mit. Kommen Sie mal mit. Bei dem Überfall auf die Tankstelle konnte ein Bild des Täters gemacht und ein Verdächtiger ermittelt werden. Als der Immobilienmakler den Mann identifiziert hat, informiert Ilka Fischer sofort die Kollegen. Diese erfahren von der Patientin endlich, wo sich der bewaffnete Mann befindet. Peter Rothmeier und Nesrin Yaman greifen zu. Polizei! Sofort die Waffe weg! Waffe runter! Lass die Waffe fallen, sofort! So, auf die Knie! Auf die Knie! Hände am Rücken! Hände am Rücken, aber ganz fix. Hast du ihn sicher? Ich hab ihn safe. Drecksbummel, was? Stichwunde. Ich hab eine Stichwunde. Ihr muss behandelt werden. Ich hab die Waffe bei mir. Dr. Bergmann, richtig? Sind Sie Dr. Bergmann? Ja. Geh mit zu mir. Die Frau war schon bei uns auf der Wache. Okay. Ja, der kam hier rein und. Aber ich hab von Ausstellen gesagt. Gut, da bleiben wir jetzt aber sitzen. Ja. Herr Bergmann, Sie kommen mal mit mir mit, bitte. Wir gehen mal an die Stichwunde hier am Bauch. Bei mir. Ja, wovon wohl? Ja, von dem Überfall auf die Tankstelle. Aha. Und wie kommen Sie zu dem Arzt hier? Ich hatte wie immer keine Kohle. Da habe ich gedacht, ich mache das Ding mit der Tankstelle. Das hat doch gut geklappt. Und dann bin ich aus der Tankstelle raus. Da ist dieser scheiß LKW-Fahrer. Der spielt den Helden und rammt mir ein Messer in den Bauch rein. Und dann bin ich auf der Flucht hier vorbei und habe das Auto gesehen mit Arzt. Und dann bin ich in das Auto rein. Muss doch Verbandsmaterial haben. Ja, und dann war so ein Spasti, der da so einen Farbbeutel geworfen hat. Und dann bin ich aus dem Auto raus. Ja, bingo, kommt der Arzt aus der Tür raus, habe ich mir natürlich direkt gekrallt ins Haus rein. Ich muss die Wunde versorgt haben. Das ist ja eine klasse Geschichte. Die können Sie gleich meinem Kollegen von der Kripo auch erzählen. Wir gehen jetzt erstmal runter zum Streifenwagen, dann setzen Sie die rein. Was genau ist hier passiert? Ja, ich hatte einen Hausbesuch bei ihr, bin also hergefahren und weil sie zu krank ist, um in die Praxis zu kommen. Deshalb machen wir Hausbesuch und hab gesagt, sie soll sich ins Bett legen und kommt zu meinem Auto runter, wollte wegfahren, sehe, es ist offen, da kommt der Mann auf mich zu mit einer Waffe, Stichwunde und drängt uns ins Haus zurück. Okay. Dann sind wir hier hoch ins Bad und der musste verarztet werden. Das muss ich ja dann trotzdem machen und mit Waffe, naja gut, dass dann so gut ist, ja. Die Patientin hat aus Angst geschwiegen. Auf der Wache kann Ilka Fischer jetzt die guten Nachrichten verkünden. Ein paar Worte an den Immobilienmakler hat die Polizeioberkommissarin auch noch. Durch ihre Beihilfe oder Mithilfe konnten wir jetzt den Herrn Bergmann wirklich aus einer sehr brenzligen Situation befreien und retten. Das war wirklich große Klasse, danke dafür. Das, was Sie vorher gemacht haben, war miserabel. Das ja, war echt. Was fällt Ihnen ein? Es hätte auch anders ausgehen können. Seit Wochen attackieren Sie uns. Üble Nachrede. Wir haben Ihnen ja nichts Schlechtes getan. Und es liegt ja nicht in unserem Interesse, dass wir Ihnen auch etwas zuleide tun wollten. Im Gegenteil, wir haben nichts, keine Maßnahmen gegen Sie getroffen. Der Immobilienmakler muss sich wegen Sachbeschädigung und Verleumdung verantworten.